So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Arcanum. Wir versuchen heute das Rätsel von Tula zu lösen und diese komischen Hütten einzudringen. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie das damit zu tun hat, zumindest. Da wurde mir ein Tipp gegeben, und zwar sollte ich nochmal zurückgehen in diesen Palast oder diese Magieschule, sag ich mal. Diese Meisterbehausung, wie auch immer. Und sollte mir nochmal das Bild angucken, was ich schon mal mir betrachtet habe. Allerdings sollte ich nicht auf die großen Symbole achten, sondern auf irgendwelche Kleinigkeiten. Das tue ich jetzt auch mal. In der Hoffnung, dass mir jetzt alles genau das irgendwas bringt. Hm. Die großen Symbole. Ah. Ah. Haha. Moment, falsche Zettel. I see. Sag mal, das zu öffnen, diesen Zacken, muss ich also diese vier Symbole irgendwie aktivieren, oder was? Okay, das werde ich jetzt einfach mal tun. Das muss mir dann, ihr wisst, was kommt. Ich habe hier einen Zettel, irgendwo. Hier, genau. Und werde dann auch die vier kleinen Symbole darauf eintragen. Das auch irgendwie, genau, so. Das ist dieses komische, dieser Fisch oder so. Oder dieses Alpha auf dem Kopf stehend. Das ist das andere. Naja, gut. Ich hoffe auch, ich muss die Reihenfolge nicht irgendwie einhalten. Ich versuche auch mal Reihenfolge. Ich muss auch mal einen Uhrzeigersinn. Das ist dieses komische M mit so einem Dings durch, mit so einem Strich durch. Und das da... Was ist das denn? Ist das ein X? Was genau soll das sein? Ja, welcher mal rausfinden. Erstmal das noch aufmalen. Das sieht aus wie so komisch zerdetschte Harfe. Das da ist der umgedrehte... Nee, das ist mal die Welle. Das ist der einfache Teil. Das sieht ja katastrophal aus. Das sieht aus wie ein Bogen. Ich hoffe, ich kann das noch draußen wiedererkennen. Und das ist der komische Pac-Man. Also wenn das Rätsel wirklich so einfach ist, wenn man einfach diese vier Symbole nutzen muss, dann ist mir ja nicht ganz klar, warum große Magiegelehrte das hunderte von Jahren nicht rausgefunden haben. Aber gut, ich bin ja auch kein großer Magiegelehrter. Ich bin nur ein einfacher Techniker, der bald aussterben wird, nicht wahr, Hüstel? Hm. Ich sehe gerade, dass ich das falsch rum gemacht habe. Egal, dann muss ich halt so versetzt. Ist auch nicht schlimm. Das da ist hier genau dieses nicht geschlossene Ankh. Das da ist diese komische 4. Also so, genau. Das da ist der Baum. Und das da ist. Was soll das denn sein, bitte? Irgendwas mit so einem Haken unten. Ich hoffe, das kann ich noch irgendwann wiedererkennen. Irgend so ein Boppel oben drauf. Und das da. Also die sehen auch alle völlig anders aus als die Symbole draußen. Ich aber nur daran, dass der Teilgrad natürlich hier geringer ist. Moment. Das da soll. Ich versuche es mal so nachzuempfinden und hoffe, dass die Transkription jetzt endlich irgendwie über. Irgendwie gelingt. Ist das das Ding mit dieser komischen. Das ist so eine Kreuzkugel unten drin? Also ein bisschen wie dieses Symbol, halt nur mit so einem Stiel und irgendwelchen Krimskrams drauf. Okay. Dann das. Vielleicht so, dass das komische mehr oder weniger McDonald's M und das da ist irgendwas. Gut, ich rühre es einmal aus. War aber kein schlechter Tipp. Habe ich mir tatsächlich nicht die Symbole angeguckt, die kleinen. Ich hätte die ganze Zeit aufs Gemälde gestartet und dachte, dass da irgendwas Interessantes ist, aber das ist einfach nur ein Beiwerk scheinbar. Gut, probieren wir erstmal. Ja, die Spirale hier aus. Dazu brauche ich den umgedrehten Pac-Man. Warte mal, kann man nicht einfach die Karte mal kurz sehen? Der umgedrehte Pac-Man. Ist... Irgendwo, starten wir einfach mal bei 3 Uhr. Das ist, glaube ich, die letzte Harfe. Die letzte Harfe war, glaube ich, hier unten irgendwo, oder? Ist es das da? Ich glaube, es ist das da unten. Wahrscheinlich werden irgendwann die Symbole hier aktiviert. Genau, wenn ich die in diesen Häusern war, muss ich wahrscheinlich irgendwas da drin machen. Dann werden wahrscheinlich nach und nach diese Symbole aktiviert. Und dieses Symbol ist irgendwie das letzte wahrscheinlich, was ich auch was Besonderes machen muss. Aber so weit sind wir noch gar nicht. So, warte mal. Erstmal die zerdetschte Harfe. Genau. Dann das Wasser war irgendwie weiter oben, oder? Ah ja, ganz oben, okay. Muss aufpassen für die anderen Dinger, wenn ich drauf trete. Ich hoffe ganz ehrlich, dass ich noch eine bestimmte Reihenfolge hier einhalten muss. Das wäre nicht so geil. Ich versuche trotzdem aber mal im Uhrzeigersinn von 3 Uhr ausgehend immer. So, weiter. Hier hin und einmal hier drauf, bitte. So, dann dieses Symbol kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht erkennen, was das nächste sein soll. Könnte es das sein? Nee. Das könnte es sein.
Und jetzt der umgedrehte Pac-Man. Wo ist der umgedrehte Pac-Man? Ich habe ihn drüben nicht gesehen, also könnte er durchaus irgendwo hier drüben sein. Vielleicht sieht man ja einfach auf der Karte. Nee. Da unten ist er. Okay. Bei einigen Symbolen wird sich einfach nur ein Problem ergeben, dadurch, dass, dass es nicht besonders schön abgebildet war, beziehungsweise dass ich auch nicht besonders gut gemalt habe oder gezeichnet habe. Also muss ich vielleicht teilweise mit Ausschlusscharakter aber mal versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Und jetzt muss ich hier drauf gehen, jetzt muss ich irgendwas tun. Das war beim Kringelhaus. So. Hat sich jetzt irgendwas getan? Wo ist denn das Kringelhaus? Hier. Das müsste jetzt hoffentlich offen sein. Und wir müssten die wunderbare Welt des Rätsels eröffnen. So, dahin. Nee, das ist das Kringelhaus. Ich speichere vorher mal. Das hat ja wohl nicht funktioniert. Kann man das irgendwie abwählen? Warte mal, lebt wohl. Haut doch mal kurz bitte ab hier. Natürlich, das werde ich gleich tun. Dieses Symbol. Vielleicht muss ich auch irgendwie erst nacheinander. Ich versuche mal das nächste einfach. Ich versuche mal den, diesen komischen Stern, also den da zu aktivieren. Indem ich, jetzt muss ich kurz mich andersrum orientieren, indem ich, hier, warte mal. Auch hier müsste ich wahrscheinlich in den Uhrzeigersinn vorgehen. Also das Gemälde ist ja, warte mal, ich zeige euch kurz mal, was ich vorhabe. Das ist vielleicht einfacher, sonst denkt ihr, was macht der Spaß hier? Denkt ihr wahrscheinlich sowieso, aber, mal gucken. Es wäre geil, wenn man so eine Art Reset-Knopf hätte. So. Ich sollte, nachdem ich jetzt das gemacht habe, was vielleicht nicht so clever war, ich hätte wahrscheinlich hier einfach anfangen sollen. Aber das ist wahrscheinlich, ganz ehrlich, sage ich wahrscheinlich völlig egal, wo ich damit anfange, deswegen. Raus, komm, raus. Mache ich zunächst einmal diesen, den Stern. Weil die sind einfach diesen ganz normalen fünfzackigen Stern, ohne, der nicht aussieht wie ein Ninja-Stern, sondern eher wie so eine Sonne oder sowas. Und der hat Symbole, ach du großer Gott, die ich offen gestanden kaum erkennen kann. Also Baum ist eins davon, das ist richtig. Dann dann diese komische, was soll das denn sein, die 9 oder so? Das war ein Symbol, was ich überhaupt nicht erkennen konnte. Das war irgendwas mit einem Kringel oben und dann so ein Haken nach unten. Nee, das war es nicht. Das auch nicht. Das, nee, könnte es nicht sein. Das ist die letzte Harfe. Das da? Nee, ist es nicht. Das da auch nicht. Das da nicht. Das könnte es sein. Aber das ist das andere, was ich danach brauche. Was soll denn das bitte sein, sag mal? Gut, das lasse ich also erstmal außen vor. Gehe ich also zum nächsten Symbol, also zu dem komischen, zu diesem Symbol praktisch. Da brauche ich einmal dieses komische umgedrehte Alpha. Das brauchen wir auch noch. Wir wollen ja immer bei 3 Uhr beginnen, dass ich mal ein System habe. Okay, dann gehe ich erstmal mit M. Und das M ist hier unten. Das ist gut. Genau. Das M ist hier unten. Drauf mit dir. Dann das Ding, genau. Danach das Teil. Vielleicht müssen wir auch das Ding einfach zum Schluss machen, weil das immer direkt davor ist, vor der Tür. Wäre auch nicht völlig sinnlos. Da müssen wir erkennen können. Guck mal, ach. Weil jetzt leuchten diese Symbole nicht mehr. Ah, warte mal. Das müssen wir vielleicht anders machen. Vielleicht erst das Ding, dann das Ding. Nee, okay, dann erst das Ding. Wir müssen die richtige Reihenfolge noch rausbekommen, okay. Dann das Ding. Wo ist es? Hier. Was ist das letzte? Das letzte ist dasselbe Symbol schon mal andersrum. Jetzt ist das Ding wieder weg. Aha. Ich muss mal das andere Symbol finden. Dieses umgedrehte Alpha, nur also genau 80 Grad gedreht. Was sich möglicherweise hier befindet. Ne, das war das da oben schon, oder? Ne, ist das da unten. Alles gut, dann gehen wir kurz runter. Das kann doch gar nicht so falsch sein. Ist es das? Ja, dann meine ich wahrscheinlich das. Gut.
Hier ist der komische Haken. Ach, mal, das könnte man. Ah, das könnte für die anderen sein. Okay, ich habe gerade ein Symbol gefunden, was ich wieder gerade nutzen könnte gleich. So, jetzt müssen die beiden eigentlich noch leuchten. Das wäre ganz toll. Das Ding oben ist wahrscheinlich auch schon wieder aus. Ja, ist es. Warte mal, ist das noch die richtige Reihenfolge, wenn ich jetzt erstmal das mache? Das, mit dem Ding nach unten, genau. Danach gehe ich nämlich das M. Lässt sich gerade ein bisschen schwer verbalisieren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann, das X. Worauf das M wieder aus ist. Kann man hier irgendwann mal rein? Nein, kann man nicht. Ich raste aus, ey. Und das Symbol natürlich auch noch. Aber es gibt schon sowas wie eine richtige Reihenfolge hier, oder was? Glaube ich nämlich fast schon gar nicht mehr, dass es irgendwie sowas Richtiges gibt. Weil das schaffst du irgendwie auch nicht. Ich muss mal gucken, ganz ehrlich, das ist ja furchtbar. Dieses Gelatsche, ich meine, es ist an sich gar kein so schlechtes Rätsel. Es wäre nur geil, wenn die Symbole wirklich mal eindeutig abgebildet werden, worden wären. Weil die Symbole hier auf dem Gemälde sehen nicht unbedingt 1:1 aus wie die Symbole auf dem Boden. Und schon gar nicht wie die Symbole, die ich gezeichnet habe. Also gerade was ich, das hier oder das da. Das ist ja relativ klar zu erkennen. Das ist auch relativ klar zu erkennen. Das und das kann ich auch mittlerweile erkennen. Der Pac-Man ist klar, die Harfe ist klar, die Welle ist klar. Was das sein soll, keine Ahnung. Das X ist klar. Ach, hier drüben ist das Ding. Nee, doch, alles klar, alles cool. Ja. Das ist wirklich die 6, okay. Muss ich kurz mal besser hinzeichnen. Diese 6 mit diesem Schweif hier oben nochmal. Ist das das Kreuz? Ich glaube, es ist das Kreuz. Ich habe jetzt alle diese Symbole gedrückt, aber es hat nicht, es ging mir nicht auf. Das war ein bisschen komisch. Ich habe erst irgendwie diese Reihenfolge genommen, indem ich irgendwie, ich glaube, erst das gemacht habe, dann das und dann das. Hat aber nicht funktioniert, weil auch schon diese Symbole hier ausgegangen sind. Also entweder müssen die nicht leuchten, was ich nicht glaube, weil immerhin leuchten sie überhaupt. Oder ich muss irgendwie alle anderen Symbole vorher ausmachen. Oh, ich habe irgendwas anderes übersehen hier. Muss man vielleicht einfach von hier unten beginnen, dann so hoch machen. Wäre eine Möglichkeit. Oder es hat irgendwas hiermit zu tun. Guck mal, hier ist auch noch ein Symbol. Was immer das auch sein soll für ein Symbol. Hier hängt irgendwie so ein Schwanz raus, als ob da irgendwie eine Bestie drin wäre. Ja. Ja. Ich könnte mal versuchen, spaßeshalber den Kringel zu machen. Oder nee, ist eigentlich Quatsch. Das ist alles Quatsch. Ich probier's nur mit dem Stern. Der Stern, also ich muss mal einen festbeißen jetzt. Der Stern ist diese komische 6. Dann das M. Also das komische durchgestrichene M. Nicht das McDonald's M. Dann das komische Alpha. Und dann dieses X. Gut. Vielleicht muss ich einfach bei 12 Uhr beginnen. Ich sehe schon, ich bin sehr erfolgreich hier mit dem Ding, was ich hier tue. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo ein cleveres Buch, was ja wieder so einen super Hinweis gibt wie bei den Götteraltären. Die 6 war, glaube ich, da unten. Kann man eigentlich diesen komischen Baum hier, die ich aktiviere, kann man die wieder deaktivieren? Wie kann ich euch behilflich sein? Indem ich irgendwie nützlich machst, indem du diesen Baum deaktivierst, damit du die Lösung des Rätsels präsentierst. Aber ich muss es selbst rausbekommen. Es muss ja auch ein bisschen spannend bleiben, nicht wahr? Was es vielleicht nicht unbedingt für euch ist, aber ich finde es gerade interessant. So, einmal die 6. Genau. Vielleicht muss man auch schnell sein, einfach nur. Ach, vielleicht muss man mal. Ach, warte mal. Vielleicht muss man einfach mal jemanden draufstehen lassen. Das wäre mal Quatsch. Dürften Leute. Nee, das glaube ich nicht. Da dürften Leute mit. Die alleine spielen, könnten das Rätsel ja nicht lösen. Also, es geht nicht. Also, Magier, die zum Beispiel nur allein unterwegs sind mit Virgil oder sowas, könnten das Rätsel dementsprechend nicht lösen. So, die 6 haben wir gerade gelöst. Oder gedrückt. Das ist ja ein völlig anderes Ding, was ich gerade suche. Egal. Die 6, dann. Habe ich mich gerade selbst vermalt? Ich glaube nämlich schon. Muss noch was gucken. Das ist die 6. Genau. Das ist irgendwas, was ich von hier oben nicht mal erkennen kann. Und der begann bitterlich zu weinen. Weil das ist das, was ich gerade tue. Ich glaube, das da muss ich anwählen. Oh Gott. Obwohl, nee. Alles cool. Die 6. Dann das Ding. Ja. Dann das Ding da oben. Das kann nicht so schwierig sein, im besten Willen.
Leute haben dieses Spiel auch schon durchgespielt vor mir. Ja, und jetzt wieder hier runter. Wahrscheinlich ist das M schon wieder erloschen. Das M ist nicht erloschen. Okay, 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 okay. Ja, ich speichere. Entschuldigung. Das habe ich gelöst mit Bravour natürlich. Mit absoluten Bravour. Das war gar nicht das. Das war nämlich das. Irgendwie. Und das ist dann die 6. Ich muss kurz was korrigieren in meinen Notizen und hoffen, dass ich gleich nicht durcheinander gerate. Okay, was gibt's hier? Gibt es zwei Bücher, die ich beide nicht lesen kann? Okay. Ach, hier ist ein Buch. Verse des Wanderers, habe ich es richtig gelesen? Verse des Wanderers, Gesang 2. Das ist Gesang 2, okay. Ja, wie auch immer. Warte mal. Gesang 2 lese ich gleich. Dieser Stern, oder was auch immer, ist Gesang 2. G2, wahrscheinlich gibt es auch noch ein G1, G3 und G4. Gut, eins nach dem anderen. Es ist der erste Schritt, mit dem jede Reise beginnt. Weise sind alle, die den Mantel der Wahrheit tragen. Klar und rein ist ihr Weg, klar und rein ist ihre Vision. Und klar und rein wird alles sein, wonach sie trachten. Ich bin so froh, dass ich das gelesen habe. Also Verse des Wanderers ist der komische Zacken hier. Gut, habe ich begriffen. Wir kommen zum nächsten. Mensch, ich habe einen Ansatz gefunden, wie ich das Rätsel lösen kann. Ich mache kurz mal das Licht für mich an. Das heißt, es ist gar nicht mehr unrealistisch, dass ich heute noch aus Tulle irgendwann rauskomme. Wir machen das nächste Mal, wir gehen mal ganz kurz hier rein zum Gemälde, weil ich mir nicht gerade sicher bin, ob ich mich irgendwie verzeichnet habe. Was an folgenden Umständen liegt, warte mal, das kann ich euch gleich erklären, was das Problem bei mir ist gerade, auf meinem Zettelchen. Also außer, dass ich irgendwie 5 Milliarden Zettel habe. Ich habe diese Symbole mit diesen Symbolen falsch rum gezeichnet, was mich gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe gerade das geöffnet, genau, das ist der wichtige Punkt. Mit dem umgedrehten Alpha, das heißt hier oben, das da ist jetzt also die 6. Okay. Dann ist das wirklich die 6, alter Schwede, ich raste aus. 6, so. Dann muss ich also hier 6 das Ding, das ist das Ankh, dann die 4 und den Baum machen. Okay, das kriegen wir hin. Und kriegen dann Gesang, was weiß ich was, völlig egal. Und der Rest sollte ja relativ einfach sein, theoretisch. Wir müssen nur die richtige Reihenfolge wählen. Das war in diesem Fall einfach von 12 Uhr abwärts. Also gehen wir hier wieder mit der 6. Schade, dass man hier das Ding noch nicht, dass es noch nicht leuchtet. Vielleicht leuchtet es später irgendwann. Keine Ahnung. Also wenn die anderen drei Bücher auch so vielsagend sind, dann habe ich mir nicht wirklich geholfen. Ach, guck mal, was ist das denn? Meine Medispinne, was geht mit dir ab, Alter? Ja, warum bist du kaputt? Oder warum schläfst du? Ja, komm. Oh Gott! Danke. Und nun? Ja, läuft. Agathe läuft wieder. So, die 6 ist schon an, das ist ja ganz günstig. Dann muss ich jetzt das umgedrehte, das nicht umgedrehte, sondern einfach nur ganz normales Ankh, was immer nicht ganz geschlossen ist, aktivieren, dass wir herausfinden, wo das wieder ist. Müsste das da oben sein. Okay. Ich finde es übrigens auch ganz geil, dass die Symbole nicht alle irgendwie alle einfach nur in einem Kreis sind, weil dann wäre das Rätsel ziemlich einfach gewesen. Hätte ich wahrscheinlich diesen Hinweis von dem Bild gar nicht erst gebraucht. So. Genau, dann erstmal das. Danach die Wellen hier drüben. Ne, Quatsch, nicht danach die Wellen. Was ist da Quatsch? Danach die 4. Wo ist die 4? Die 4 war die hier unten? Nee. War die 4 hier? Nein. War die 4 sowieso hier oben? Nein. War die 4 irgendwie hier drüben? Ist das die 4? Nee, ist irgendwas anderes. Wo ist die 4? Geh doch mal rüber. Gucken, ob ich das wirklich nicht die 4 war. Aber ich hatte das Symbol schon mal gesehen. Also es ist existent. Ach, hier. War doch die 4. Und nach der 4 kommt dann der Baum. Der Baum ist aber schon aktiviert, soweit ich weiß. Geh doch mal weg. Ach, der Baum ist nicht mehr aktiviert. Na gut, der ist ja jetzt aktiviert.
Muss immer das Letzte sein, offensichtlich, damit die Tür direkt danach aufgehen kann. Was sie nicht tut. Die Reihenfolge war falsch. Ist die 4 jetzt deaktiviert? Offenbar schon. Gut, dann machen wir es mal anders. Erst der Baum, dann die 6. Die 6 war jetzt... Oh Gott, die ist wieder hier unten. Und die bleibt aktiviert, finde ich ganz geil. Kann man irgendwann tatsächlich mit dem Ausschlussprinzip arbeiten, wenn man nicht mehr weiß, was abgeht. Vielleicht müssen wir auch die Häuser wirklich in einer bestimmten Reihenfolge öffnen, das kann auch sein. Erst der Baum, dann die 6, die aktiviert ist. Okay, dann das Ding vielleicht. Ja, das ist wie kann ich euch behilflich sein? In den Aufwärts mich voll zu quatschen, das wäre supi. Wo ist das komische andere Anker? Das war da oben, oder? Ja, natürlich. Lalalalala, die 6 ist aktiviert. Da kommt die 4 eben zum Schluss, das ist auch in Ordnung für mich. Kann ich eigentlich schon wieder drauflaufen und das Ding zum Leuchten bringen? Nee, kann ich nicht. Wann leuchten die? Nur des Nachts? So, dann das und dann die 4. Tada, rot. Ich hoffe, der Baum bleibt auch noch leuchtend gerade. Ah, ich habe es schon gesehen, der leuchtet nicht mehr. Ich hasse ihn. Danach die 4. Danach gehen wir wieder zum Baum. Manchmal verfluche ich meinen Zwerg, dass er so langsam läuft. Oder kurze Beine, wie gesagt. Und nochmal zum Baum. Hat sich die Tür gerade bewegt oder war es ein Grafikfehler? Grafikfehler. Nein. Nochmal zu 4. Ja. Achso, 4 und Baum vertragen sich nicht besonders gut. Ist ja perfekt. Gehen wir nochmal hoch zum komischen Ankh. Wenn ich mache, erstmal ein anderes Symbol, ist mir auch egal. Was mittlerweile auch wieder aus ist. Die 6 ist ja auch ständig an, das ist okay. Gut, einmal das. Sagte ich, dass ich das lustig finde, dass die so weit voneinander entfernt sind? Ich revidiere meine Meinung, mittlerweile finde ich es nicht mehr so lustig. Ja, jetzt ist der Baum wieder weg. Dann nehmen wir erst die 4 und dann den Baum. Oder wir laufen einfach direkt vor dem blöden... vor das blöde Haus. Nicht doch! Oh Gott, oh Gott. Gut, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann werde ich ein anderes Symbol probieren. Und zwar den Kringel. Ja, ich probiere den Kringel aus. Der Kringel beginnt mit Pac-Man. Alter, ich hatte doch schon die Lösung gehabt, aber trotzdem läuft es nicht gut. Der Pac-Man, wo ist denn der Pac-Man? Der Pac-Man ist hier unten, okay. Wie gesagt, ich bin wirklich heilfroh, dass wenigstens diese Symbole leuchten bleiben. Pac-Man. Na komm, wo bist du? Pac-Man leuchtet schon, das ist ja ganz günstig. Dann, wieso leuchtest du eigentlich schon? Ich hab schon mal probiert wahrscheinlich. Dann die zerdetschte Harfe. Und danach die Wellen. Und danach ein Symbol, was ich ehrlich gesagt nicht identifizieren kann, weil ich mal kurz hier suchen könnte gleich. Nein. Genau. Die zerdetschte Harfe. Genau, dann Wellen. Dieses Symbol ist es nicht, das ist das da oben. Genau, okay. Das kommt erst beim nächsten Mal beim Kreuz. Nee, ich will da nicht rein. Das da könnte es sein, was ich zuletzt brauche. Na, weg, weg, weg. Nicht drauf treten. Die Wellen sind hier. Gut. Und jetzt zuletzt hier drauf, nicht wahr? Genau. Es funktioniert jetzt nicht. Gott sei Dank. Oh, mein Gott, dann haben wir das gelöst. Ja, wieder zwei Dingens und ein... Was ist das denn? Pelogians Amulett. Und noch ein Buch. Das war jetzt... Gesang des Wanderers 1. Das war jetzt, dieses Kreuz, genau. So, so. Gesang des Wanderers Teil 1. Ich würde mal sagen, wir machen das, wir lesen ja erst zum Schluss, weil sonst ist, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Und Pelogians Amulett kann ich wahrscheinlich nicht, aber, Widerstand gegen Magie plus 40. Okay. Also ist okay. Vor allem ist es nicht ein magisches Amulett. Okay. Wenn das weiterhin so funktioniert, dann na guten Tag, ey. So, jetzt probieren wir mal. Wieso ist eigentlich dieses Ding aufgegangen? Weil die Symbole waren ja eigentlich für den Kringel gedacht. Na, ist egal, dann mache ich es jetzt für den Kringel. So, und für den Kringel
brauche ich zuerst das Ding, was ich da unten gefunden habe. Genau, einmal dieses. Wundern sich die Magier eigentlich nicht mit dabei, dass es fast alle Symbole leuchten? So, jetzt die 5. Die 5 war... War nicht hier unten? Nee. Die komische 5 hat man schon mal gefunden. Wo auch immer sie sei. Vielleicht direkt davor irgendwie? Nee. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Nein, 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 nein. Ich muss einfach nur auf ein Symbol achten, was nicht leuchtet. Und ich hoffe, es war auch wirklich sowas wie eine Art 5. Sah wahrscheinlich immer ansatzweise aus wie eine 5, aber... Mein Gott. Wer will sich hier beschweren? Da ist die 5. So, die 5 haben wir. Dann kommt das andere M, was glaube ich hier unten war. Das McDonald's M. Das war natürlich, meine Leute laufen einfach gar nicht los. Wieso haben sie eigentlich eine lilane oder violette Lichtquelle ausgesucht? Ich meine, es sieht natürlich schön magisch aus, aber es ist nicht gerade sehr hilfreich. Man kann dabei nicht lesen, da verdoppelt sich echt die Augen. Egal. Ich bin ja nur Techniker, was weiß ich schon. So, das Ding leuchtet. Weiß, ich bin froh, dass das Ding nicht ausgegangen ist. Und zuletzt dieses Ding und nur der Herr weiß, was das Ding, wie das Ding aussehen soll in der Realität. Das ist es nicht. Muss ich mir kurz mal angucken, wie das, was das hier sein könnte. Boah, Junge, lauf schneller. Ey, wirklich. Geduld ist gerade nicht so meins. Das da könnte es sein. Und damit müsste ich dann diese Tür öffnen. Was sie auch tut. Ich bin so froh, ich speichere nochmal. Jetzt haben wir ja nur 4 Symbole. Kann ja nicht so schwer sein, die richtige Reihenfolge rauszufinden. Was finde ich hier? Nur ein Buch. Verse des Wanderers. Gesang 3 ist also der Schnörkel. Gut, die Spirale könnte man auch einfach sagen. Ich bin langsam überlastet, oder was? Natürlich bin ich überlastet. So viel Spaß muss sein. Dann werde ich mal irgendjemanden dir diesen Mantel hier geben. Ziehst du eh nicht an. Und bin wieder entlastet. Das Heil kriegst du auch noch. Und das war's. Gespeichert. Okay. So, das letzte. Was habe ich noch nicht geöffnet? Ich habe den Kringel geöffnet. Ich habe diesen komischen... dieses Kreuz im Kreis geöffnet. Ich habe den Stern noch nicht geöffnet. Und der Stern war das mit dem Baum, oder? Oh Gott, ja, das war das mit dem Baum. So, wir brauchen Baum 4, Ank und 6. Ich beginne einfach mal, ja, der Baum wieder an ist, beginne ich mit der 6 als nächstes. Die ganze Zeit im Kreis drehen, mal gucken. Die 6 ist da unten. Das Gute ist, dass ich mittlerweile schon irgendwie weiß, wo es ist. Ja, die leuchtet auch schon. Gut, dann kann jetzt das Ding noch ran. Und die 4 zuletzt. Aber ich befürchte, die 6 muss einfach zuerst rankommen. Weil der Baum wahrscheinlich zuletzt dran sein muss. Damit ich mich direkt davor stehe, damit ich die Tür öffnen kann. Und der Baum ist ja hier direkt vor der Tür. Und jetzt auch schon wieder aus, genau. Gut, dann machen wir es jetzt anders. 6 an. Kann man ja schon aktivieren. Jetzt machen wir die 4 noch an, genau. Müsste eh funktionieren. Und danach den Baum. Und dann läuft alles gut, oder? Oder? Komm, 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 komm. Gleich haben wir es geöffnet. Gleich haben wir es geöffnet. Fick dich. Ja. Dann deaktivieren wir das Ganze wieder. Obwohl, leuchtet die 4? Oder leuchtet sie nicht? Komisch. Verstehe ich gerade nicht ganz, warum es jetzt nicht funktioniert. Ist 6 wieder ausgegangen oder das Ank? Das wäre, glaube ich, richtig hilfreich, wenn die Symbole auf der Karte noch leuchten würden, weil es wirklich eine Echtzeitkarte wäre. Irgendwas davon leuchtet doch nicht. Das Ank leuchtet nicht mehr und die 6 leuchtet weiterhin. Okay, wir machen nochmal 6 und dann nochmal Ank, oder was? Genau, 6 Ank. Wie kann ich euch behilflich sein? Ja, indem du aufhörst, dich in einen Mann zu wandeln, liebe Frau. Warte mal, 6 Ank. Danach machen wir mal eine andere Reihenfolge, weil es nicht funktioniert. 6 Ank, der... Machen wir jetzt mal... Nee, jetzt nicht jetzt den Baum, sondern die 4. Kommen die 4. Jetzt geht er hoch. Wie sehr liebe ich doch Wasteland dafür, dass man einfach verschiedene Leute einfach mal abstellen kann und sagen kann, okay, du gehst jetzt auf das Symbol, du gehst dann auf das Symbol und immer so weiter und so fort. So, weil ich jetzt die 4 gedrückt habe, will ich mal kurz was gucken.
hat sich irgendwas unten deaktiviert. Das Ankh ist noch... Ach, das geht noch eine gewisse Zeit. Guck dir das mal an. Ich muss einfach nur schnell sein. Aha. Die 6 bleibt dauernd aktiviert. Dann das Ankh. Quatsch mich nicht voll. Jetzt ganz schnell hoch. Geh da hoch. Da habe ich noch gerade so gesehen, wie es ausgegangen ist. Wie klein und gemein ist das denn bitte? Schnell, 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 schnell. Schnell zu 4. Die immer noch seltsam leuchtet. Vielleicht leuchtet sie deswegen seltsam, weil man sie gerade noch aktivieren kann. So, jetzt runter. Schnell zum Baum. Vielleicht war aber nur ein Grafikfehler. Ich tippe drauf, dass es ein Grafikfehler ist. Ich hasse euch. Also die Leute, die das Rätsel gemacht haben. Ich werde es nächstes Mal wieder in einer anderen Reihenfolge probieren. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao, tschüss.